Unsere Welt ist im Krieg. Nur noch die Alten erinnern sich an eine Zeit ohne Furcht, ohne Blutvergießen. Und bislang war kein Ende in Sicht. Auf Sieg folgte Niederlage, auf Niederlage Sieg. Niemand konnte den entscheidenden Vorteil erstreiten. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Ich hoffe nur, dass uns das Glück noch nicht verlassen hat. Wo bleibt Bechtel mit den Männern des Erzmagiers? Ist Ihnen denn nicht klar, wie... So, so. Du bist also MacGuffin, nicht wahr? Archäologe, Historiker, Abenteurer und zukünftige Trophäe an der Wand meiner Mutter. Abgebrochener Sohn der Erzhexe Mortoga. Was willst du von mir? Das weißt du doch. Wo ist es? Wir wissen, dass dein schwachsinniger Diener auf dem Weg zu diesem verfluchten Zaubertrickser Alistair war. Nichts werde ich euch sagen. Nimm ihn mit. Mutter hat Mittel und Wege, alles aus ihm herauszupressen, was wir wissen müssen. Was soll mir schon passieren? Ach was, wir sind mehrere Tagesreisen entfernt von den wilden Landen. Hier ist es ebenso sicher wie in Elfenheim. Ach die, wenn es nach denen geht, würde ich den ganzen Tag nur... Psst! Also das ist doch... Nein, natürlich tue ich nichts Dummes. Du hast recht, wir sollten Hilfe holen. Schnell, zurück zum Elfenheim. Dann wollen wir mal. Das eine Ende des Seils scheint fest verknotet zu sein. Ich... Der Metallkäfig ist am Haltegeschirr des Drachen befestigt. Im Käfig steht der alte Gremlin. Er hat mich noch nicht bemerkt. Psst! Hallo, ihr da! Wer bist du? Mein Name ist... Egal, du musst etwas für mich tun. Ach was, nicht nur für mich, für die Allianz, für dich, für alle! Ganz ruhig, ich hab mit der Allianz nichts am... Egal, es geht einfach jeden etwas an. Professor MacGuffin, mein Name. Ich bin Archäologe. Ich habe etwas entdeckt. Etwas Wichtiges. Und diese Kerle wollen es haben? Oh ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr sie es haben wollen. Lasst mich raten. Die Kerle da oben wollen mit eurem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen? Ja, spotte nur. Sie werden mir die Haut abziehen, bis ich ihnen verrate, was ich weiß. Ist ja gut, ich befreie euch. Dann lasse ich euch Sterblichen weiter Krieg spielen. Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du musst diesen Ring hier nehmen. Bringe ihn zum Erzmagier Alistair in die Stadt Seefels, unten am Meer. Er wird Leute zu meinem Haus schicken. Dort im Geheimkeller liegt das Buch, in dem steht, wo es versteckt gehalten wird. Er muss es in Sicherheit bringen. Und was ist mit euch? Ich werde dir so viel Zeit verschaffen, wie ich kann. Einige Stunden werde ich die Folter aushalten. Wenn es sein muss, auch Tage. All die Schmerz, die Demütigung, die Pein für Körper und Seele.
mutiger alter Mann. Man wird Lieder über euch singen. Lebt wohl. Ja, natürlich. Obwohl, ich mag eigentlich keine Lieder. Wenn du mich befreien würdest, dann könnte ich dir helfen. Der Weg in die Stadt der Menschen ist weit und gefährlich. Und ein hilfloses Geschöpf wie du? Oh, ihr seid zu großmütig und selbstlos, guter Herr. Verzichtet nur für mich auf Folter und Tod. Wie kann ich euch befreien? Ja, gute Frage. Dieser Käfig ist stabil und das Schloss lässt sich nicht so einfach knacken. Ich könnte den Käfig losbinden und auf dem Boden würde er zerschellen. Genau wie meine alten Knochen. Aber die Idee ist nicht schlecht. Auf dem Weg zu Mordrogas Festung fliegen wir über das Weißkammgebirge. Dort ist alles mit Schnee bedeckt und der Drache fliegt niedrig über die Gipfel. Dort könnten wir es versuchen. Das war ein Scherz. Die Chancen, dass das klappt, dürften bei 1 zu 1 Million stehen. Hervorragend. Außerdem sehe ich keine andere Möglichkeit, wie wir unauffällig verschwinden können. Kampf ist keine Option. Ich schaue mir mal die Befestigung des Käfigs an. Tu das. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Keine Ahnung, was hier gespielt wird, aber ich sollte den alten Zausel befreien, bevor wir Feindesland erreichen. Dann sehen wir weiter. Mit diesen Seilen ist der Käfig am Drachen befestigt. Ich muss sie lösen, wenn ich den Käfig über dem Gebirge abwerfen will. Sitzt alles verdammt stramm. Das kann ich mit bloßen Händen nicht lösen. Aber vielleicht könnte ich die Seile zerschneiden, wenn ich ein Messer oder Schwert hätte. Psst, McGuffin. Was gibt's? Der Käfig ist mit dicken Seilen befestigt. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen lösen. Dann musst du die Seile durchschneiden. Das kann ich mir denken. Nur leider habe ich kein Messer dabei. Dann besorg dir eins. Die Kerle dort oben werden doch wohl bewaffnet sein. Genau das befürchte ich auch. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Psst, McGuffin. Was gibt's? Wenn ich von den Ganoven ein Messer stehlen soll, dann muss ich auf den Rücken des Drachen. Es gibt da einen Balken, an dem ich mich hochziehen könnte. Aber ich erreiche ihn nicht. Kein Problem. Hier, nimm das. Eine Peitsche? Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Du kannst sie als Seil benutzen. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. Ta-ta-da-ta, ta-ta-da. Was? Ja, ich war böse und gemein. Ja, ich bringe ihn mit, Mutter. Ja, ich muss Schluss machen. Warum? Ich lenke einen Drachen, weißt du? Ich bin nicht schnippisch. Ja, gut. Ja, bis nachher. Bei allen Göttern, wie ich sie hasse. Nicht mehr lange, Munkus, nicht mehr lange, wenn du es erst einmal in Händen hältst. Aber du musst vorsichtig sein. Mutter ist misstrauisch und hat ihre Agenten überall. Und du redest ständig mit dir selber. Sei lieber still. An der Geschichte des Gremlins scheint wirklich was dran zu sein. Umso wichtiger, dass ich ihn befreie. Wenn ich hier ganz außen bleibe, kann man mich aus dem Führerstand nicht sehen. Ein dünner Holzstab mit der Fahne der Schattenarmee. Der Stab ist locker mit der Reling verbunden. Ich hab ihn und der Hexer hat nichts bemerkt. Ein alter Pappkarton. Es scheint sich um eine Art Notfallkiste für Drachenabstürze zu handeln.
In der Kiste liegen einige mottenzerfressende Decken, etwas Trockenfleisch mit einem weißen Pelzbezug, ein blauer und ein roter Trank und, eine Schnur mit einem Angelhaken. Die sieht noch recht brauchbar aus. Ich nehme sie mit. Ich knote den... Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Psst, MacGuffin. Was gibt's? Was habt ihr so Mächtiges entdeckt? Was will Munkus von euch haben? Eine Waffe? Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Und eigentlich... Nun, eigentlich habe ich es auch gar nicht. Wie meint ihr das? Ich habe in einem alten Buch einen Hinweis gefunden, wo das Artefakt... wo es verborgen ist. Artefakt? Das wird ja immer banaler. Es ist nicht banal. Der Kampf gut gegen böse ist niemals banal. Ihr habt vorhin von eurem Geheimkeller gesprochen. In diesem Keller liegt das Buch? Ziemlich riskant. Ich habe ein Schwert und kann das Halteseil durchtrennen, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Von mir aus kann es losgehen. Wir sind über den Bergen. Jetzt oder nie. Seid ihr wirklich sicher? Das bin ich. Aber wenn ich das hier nicht überlebe oder sie mich erwischen, dann musst du das Buch aus meinem Geheimkeller holen und zum Erzmagier bringen. Wäre das nicht ein seltsamer Zufall? Da geht eine junge, verträumte, aber hübsche Elfe unbewaffnet durch den Wald und schlittert in ein Abenteuer. Rede nicht! Schneide mich endlich los! Ich glaube, der Zeitpunkt ist günstig. Da vorn kommt ein schneebedeckter Berggipfel.